Hallo und herzlich willkommen zum 31. Zuschauer-Duell, diesmal allerdings als Tag. Ich hoffe, man hört das Klopfen im Hintergrund nicht. Ich entschuldige mich im Zweifelsfall dafür. Verdammt, man hört das Klopfen. Okay, das ist. Gegner fängt an, ja, lass mal einen Gegner anfangen. Ist ja egal. So, worauf wollte ich hinaus? Genau, Zuschauerduelle. Als Tech-Duell diesmal. Ja. Warum? Weil wir damit mal ein bisschen Variation mit reinbringen können. Und falls Bedarf ist, können dann halt gleich mehrere Leute mal mitmachen. Ja. Aha, Dino-Nebel, super, toll. Das ist sehr schön. Wir sind dran. Es klopft. Ich frage mich, was die Menschen da drüben tun. Wahrscheinlich nichts Gesundes. So, aha, los, tu mir was an. Was war der nochmal? Aha, er hat mir was angetan. Das ist toll. Jetzt kann ich aber den Effekt aktivieren. Haha. Mein Plan geht auf. Nein, tut er eigentlich nicht. Aber immerhin. Wir können für nächste Runde was vorbauen. Und zwar bauen wir vor mit dem da. Einfach mal so spontan. Die bringen mir so nichts, aber ich setze sie trotzdem. Ich hoffe mal, dass ich den anderen damit nicht unnötig blockiere. Out! Wir haben immerhin schon mal 2000 Lebenspunkte verbraten beim Gegner. Yay. Ja. Die Musik ist jetzt für das erste Tech-Duell noch anders, weil ich vergessen habe, die Musik umzustellen. Weil auf Dauer gesehen ist es halt so, wir sind jetzt ja halt Mittwoch ab 19 Uhr auf Twitch Stream. Da klappe ich wieder mit Gläsern. Könnt ihr ruhig gerne mitmachen demnächst dann so, wenn er, ne, und so. Auf jeden Fall, aha. Wir können dagegen eh nichts machen. Also, ja, ist halt so. Wie gesagt, wir, oder ich, also nicht nur ich, sondern wir allgemein haben das Problem, nämlich hier auf Twitch, für euch ist das jetzt teilweise vielleicht so jeden Tag mal so ein Spiel. Da geht das, wenn man halt mal die Musik ein bisschen hört. Das stört nicht. Aber wir hören das jetzt hier halt stundenlang. Weil wir sind dann halt stundenlang hier. Im Zweifelsfall. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, verdammt nochmal, was machen die denn da drüben? Immer noch. Oder schon wieder, je nachdem. Auf jeden Fall, ich kann nichts tun. Das ist scheiße. Nee, auf jeden Fall, ja. Ich muss noch mehr Musik raussuchen. Deswegen wird das jetzt nicht die gesamten Spiele durchgehen. Beim letzten Einzel von gestern, für euch, für uns von vorhin, habe ich dran gedacht. Diesmal nicht. Kommt vor. Auf jeden Fall. Ich bin eigentlich auch noch gespannt, was unser Kumpane spielt. Wir können nächste Runde auf jeden Fall irgendwas machen. Im Zweifelsfall, im schlimmsten Fall, gut, können wir nicht wirklich viel machen. Können wir den rufen, dann aktivieren wir den Effekt, dann kommt ein feierlicher Schlag und ist wieder Ruhe. Vielleicht sollten wir dann erst den da nochmal 1-3, 1-1, das sind 200 Unterschied, das macht jetzt nicht so den Unterschied. Deswegen, ja, ich habe mir eine Strategie zurecht überlegt. Wer hätte es gedacht, ihr werdet es wahrscheinlich auch schon wissen. Ja. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Aha, Maske. Ja, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Es gibt Burner-Varianten, da kann man das drin spielen. Ist mittlerweile aber generell langsam geworden eigentlich. Vor allem da die Monster ziemlich gut wegtributiert werden können. Ziemlich gut. Ja, wegfusioniert, synchronisiert, exited werden können, ist jetzt nicht so der Hit. Es geht halt relativ langsam.
Aha. Hä? Was soll denn das jetzt sein? So ein Deck. Das klingt, sieht jetzt ein bisschen aus nach Trolling. Oh gut, ich lasse mich überraschen. Ich könnte nicht verwirrter sein. Aber irgendwann haben wir einen Pinguinsoldaten. Yay, Pinguine for the Win und so. Ja. Jetzt kommen wieder Dino-Nables. Ja, das Gefühl, wir kriegen dezente Prügel gleich. Ein bisschen, nur ein bisschen. Aha. Dante. Dante. Ja, genau, Dante. Ich frage mich, was die da drüben machen. Versuchen die gerade einen Wanddurchbruch hier rüber zu machen? Oder... keine Ahnung, vielleicht gibt es auch hartes Schnitzel. Also, beziehungsweise hartes Fleisch, aus dem sie weiches Schnitzel machen wollen. Ich weiß es ja nicht. Ich lasse mich da überraschen. So. Das geht jetzt gerade so ein bisschen schleppend voran. Ich weiß gerade gar nicht so genau, woran es liegt. Aber gut, wir sind da mal vollkommen, ja, mit Klopf im Hintergrund dabei. Das ist übrigens nur eine Ausrede jetzt. In Wirklichkeit ist das kein Klopfen von irgendwelchen Menschen, die hier rumgeistern, sondern es ist mein Herzschlag, weil ich so voll aufgeregt bin wegen Livestream und wegen Twitch, was überhaupt nichts mit Livestream zu tun hat, wenn ich gerade so versuche drüber nachzudenken. Und ja, ne? Ich versuche die Zeit tot zu reden, weil ich kann. Aha. Das ist ja fast gut für den Gegner. Also gut für den Gegner, schlecht für uns. Wir sind nämlich... Ich bräuchte, warte mal. Das sind Normalbeschwörungen gewesen. Das ist nur die einzige Spez. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Da kommt so erstmal nicht viel. Bist du bescheuert? Das ist das Problem, wenn man nicht lesen kann. Ja. Ich entschuldige mich jetzt erstmal dafür, dass ich jetzt hier so einen Spontanausbruch hatte. Aber das hat ihm überhaupt nichts gebracht. Er hat damit jetzt nichts erreicht. Gar nichts. Ja. Super. Das ging super. Weil ich frage mich, was er versucht hat, selbst wenn er den beschützen hätte wollen und es geklappt hätte, warum hätte er das tun sollen? Das einzige ist der Nachteil jetzt mit so einem Update jetzt wieder, weil man sieht, vielleicht ist es sehr groß und alles, der Text ist hier noch ein bisschen schief, aber gut. Man muss solche Effekte jetzt einzeln aktivieren, weil man jetzt die Ketten umsortieren kann oder manuell sortieren kann, besser gesagt. So, ich spiele jetzt die. Aha, denke ich mir. Wir können immerhin auch was annullieren, das heißt, wir können im Zweifelsfall auch einen Konter annullieren. Yay. Weil wir haben jetzt den da. So, ich bringe jetzt einfach mal den da. Wähle dann mit den da. Weil wir jetzt nämlich gleich Schaden kriegen. So, damit kommen wir jetzt Stufe 4. Aktivieren wir den Effekt. Und holen den da. Zack. Den können wir jetzt spezen. Den holen wir in Death. Dann aktivieren wir das da. Das war jetzt eigentlich gar nicht so clever, fällt mir gar nicht mal so auf. Aber gut. Zack. Nehme ich den, da ist ja egal jetzt. Jetzt ist es auch Wurst. So. Wir können eh nur mit einem Monster angreifen. Das heißt, wir können auch erstmal das da machen. So. Zack. Dann arbeite ich mal oder versuche zumindest auf Nummer sicher zu arbeiten. Nein. Und hole mir den da für nächsten Runden. Oder die nächsten Runden, besser gesagt, weil ich hoffe, wir überleben mehr als einer.
kann ich nämlich jetzt den spielen. Obwohl, ich hätte vielleicht doch gleich die machen sollen. Na, egal. Das ist Wurst. Die 300 Punkte, damit können wir leben. So, dann kommt der da. Damit annullieren wir dann erstmal alles. Dann, bevor ich es vergesse, der Effekt. Mit dem holen wir uns den da. Dann können wir dann nämlich im Zweifelsfall nächste Runde den spielen, Effekt den spielen, Effekt hier uns was holen und dann haben wir drei Vierer-Monster. Das ist besser als keins. Der ist immer noch dadurch gebunden. Das ist schön. Was? Use. Aha. Ach so, das ist gar nicht meiner. Oder? Nee. Ich hatte ja Schatt. Ja, ne? Aha. Das hätte ihm auch nichts gebracht, ne? Das haben wir ganz abgesehen. Aber ja, die haben da auf jeden Fall erstmal was. Das ist gut zu wissen. Ja, ne? Toll ist, wir haben den Abstand jetzt auf 1000 verringert. Das ist sehr schön. Ich hoffe mal nur, dass unser Kamerad da jetzt nicht so viel Scheiße dann baut mit unserer Konterfalle, weil die gut gebracht kann den Gegner schon, was hat er denn jetzt gemacht? Aha, gut. Ja. Ich klingle. Ja, ich denke mal, er weiß das nicht so genau, was er mit dem Deck jetzt hier anfangen soll. Und da lasse ich vor Freude gleich meinen Stift fallen, weil ich erstaunt bin, dass es nicht wieder klopft. Aha. Ja, ich schätze mal, das war eine der Konterfallen, nicht der Konterfallen, nicht Konter, sondern normalen Fallen, die man vom Friedhof entfernen kann. Also die Dingensbummen sind hier. Und er hat sich erhofft, dass er damit sich dann halt erstens Schaden minimieren kann, was irrelevant ist, weil 500 oder 800 oder was es waren, sind jetzt nicht so der Hit. Aha. Das waren nur Zauberfallenkarten, ne? Schade. Über Zerstörter. Hä? Okay. Ja. Gut. Er kriegt die jetzt wieder mit Stufe 4, wird damit wahrscheinlich dann Rebellion machen. Ja, gut. Das ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist vielmehr, dass unser Kamerad danach dran ist. Und ich habe so das Gefühl, da kommt nichts Gutes bei raus. Ja. Vorteil an der Sache. Das Schlimme ist, er wird wahrscheinlich die Falle bei der ersten Gelegenheit. Was? Okay. Also jetzt 300 gekriegt. Aha. Warum eigentlich 300? Weil er hat jetzt 28, wenn ich das nicht richtig sehe, ne? Warum hat er? Ach, der hat, klar, weil ich doof bin, weil ich nur von den 500 Effekt-Dings ausgegangen bin. Der hat aber noch 500. 100. Oh Gott, ich bin, ja, ich bin das mega Schlauste. Außerdem, das war sehr, sehr schlau. Er hätte den da halbieren müssen. Das hätte dann nämlich richtig, das hätte zwar ihm keine Punkte gegeben, aber der wäre schwächer gewesen, weil er kann damit jetzt hantieren, aber ja. Das ist jetzt nicht so clever, um ehrlich zu sein. Was hat der nochmal genau gemacht? Von dieser Karte. Wir auf das Monster. Was machte die? Mit der Mainphase, du kannst diese Karte mit einem Viertel verbannen. Ein finsteres Monster, das du kontrollierst. Hänge ein Phantom und so von deiner Hand. Hm. Ja,
ist egal eigentlich. Brauchen die Fälle dafür jetzt nicht rausballern. Er kriegt jetzt Materialien, das ist schön. ATK zu 0 werden lassen, die Grund-ATK absorbieren, während des Spielzuges eines Spielers. Monster-Effekt aktiviert, wenn er abhängen. Ja, egal, wir machen es trotzdem. So. Er kann Monster-Effekt annullieren. Das ist echt doof, dass es immer noch so ein Herzkommen ist. Falls ich es zu zerstöre als Anhängen. Aha. Nee, er kann Monster vom Friedhof spezial beschwören. Das Lustige ist jetzt, es kann durchaus sein, dass... Ah, interessant. Noch ein lustiger Fehler. Er behält 200 Angriffspunkte mehr, als er haben sollte. Eigentlich müsste er jetzt 0 haben, weil er 500 verliert. Aha. Was? Umi. Hey. An den Strand. Yeah. Ah ja. Mhm. Oh, warte mal. Mir fällt gerade auf, ich hätte damit da vielleicht das da die Entstehung von dem Viech wegmachen sollen. Was spielt er denn da? Ich weiß es nicht. Ist das das erste Structure Deck von Yugi? Also nicht das Starter Deck, sondern wirklich das Structure, was es da halt gab. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es hieß. Ach nee, warte mal. Oder war... was? Aha. Ob er weiß, dass ich gar keinen Twix auf der Hand habe? Beziehungsweise, dass es immer noch der Pinguin-Gegner ist, der kein Twix auf der Hand haben kann. Ja, da kommt Freude auf. Das Problem ist jetzt, mein Plan geht jetzt noch nicht so spektakulär auf, weil, die Stimmung ist jetzt noch nicht so super. Ja, keine Stimmung. Wir haben die beiden Art Monster Effekte. Wir haben einmal pro Spielzug, ne? Wenn das Spielzug ist. Ach nee, der hängt Material ab. Der hat Materialien. Ha. Okay. Jetzt kommt. Das ist. Ja. Das ist. Ja. Das Ding hat an sich überhaupt keine Auswirkung gehabt, aber gut, dass er es aktiviert hat. Jetzt sind wir gegen andere Konterfall, die kommen ungeschützt. Das ist... Ja. Mhm. Vor allem Stufe 10 und höher. Es ist nicht ein Viech davon da. Und ich wüsste auch nicht, wie man mit Dino Mist drauf kommen sollte, wenn man jetzt nicht aus Spaß und Gott drinne spielt oder sowas. Gut. Belassen wir es dabei. Warum er solche Dinger jetzt nicht hat, ist mir ein Rätsel. Yay, guck mal. Die mystische Elfe hat was gewissen. Ja, ich aktiviere den Effekt. Wie viele Materialien hat er? Er hat doch zwei Materialien. Ich mach das jetzt einfach mal, weil ich doof bin und Bock drauf habe. So. Jetzt hätten wir wahrscheinlich den Konter gebraucht, obwohl, den hätten wir gar nicht bringen können. So, legen wir den drüber. Nur den Effekt, den wird er jetzt annullieren. So, genau. Das ist schön. Wahrscheinlich.
Das müssen wir mal gucken. Er kann jetzt sowas vom Friedhof. Kann er unseres Vieh auch beschwören? Das wäre natürlich jetzt ein bisschen assi. Aber gut, jetzt kommt der da. Das ist jetzt nicht so der Hit. Er kann nur von seinem Effekt. Nein. Das wird er annullieren, vermute ich mal. Na? 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 Komm schon. Komm schon. Tu uns den Gefallen. Lass es krachen. Richtig. Im Zweifelsfall. Ja. Können wir immer noch ein Kastell machen. Und dann mal gucken, was passiert. Ne? Wir haben ja. Kastell haben wir noch drinne. Wir haben im Zweifelsfall auch den da noch drinne. Damit können wir das dann auch noch mal machen. Also wir haben schon ein paar Möglichkeiten hier. Die beiden haben sowieso noch gleich viel ATK. Cyberdrache kommt sowieso noch hinterher. Ja. Das Problem ist, im Zweifelsfall könnten sie in den Stream gucken. Was, wenn ich mir die Zeitbalken angucke, vielleicht sogar nicht mal unwahrscheinlich ist. Ich nehme trotzdem jetzt einfach mal den da. Weil ich clever war, habe ich den Angriffsmodus beschworen. Ja. So. Den da abgehangen. Und den da. So. Und jetzt gucken, was kommt. Aha. Aha. Mhm. Sein Kollege gerade geht da gerade, wie es aussieht, steil. Ja. So. Wir haben jetzt natürlich einen Haufen Lebenspunkte rausgeballert, aber vielleicht konnten wir es jetzt drehen. Mal gucken, wir können auf jeden Fall noch was annullieren. So. Das Problem ist, ja, trotzdem Angriffspunkte. Haha. So. Wie verliert denn jetzt Angriffspunkte eigentlich? Panelmonster kumuliert, ja. Ach so, super. Durch seine Kack-Umi. Oh Gott, ich kotze ins Essen, ey. Super. Scheiß drauf. Ja, es ist jetzt eh egal. Der hat uns mit seinem mit seiner Umi voll eingeschränkt. Ja, ne? Was willst du machen? Wir sind tot. Können nichts mehr machen. Greift mit dem an. Greift mit dem an. Und dann hängt alles an unserem Partner, der sehr komische Karten spielt. Aha. Zeitlimit überschritten. Ja, wir hätten so oder so verloren. Es ist vollkommen egal, was wir gemacht hätten. Ja, ne? Ist schon spannend. Sehr spannend. Ist merkwürdig gewesen. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, was da los war, aber okay. Wie gesagt, Mittwoch ab 19 Uhr auf Twitch könnt ihr auch mit dabei sein. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen und sage mal so viel bis dahin. Bis zum nächsten Mal.